Hallihallo und willkommen zu Part 3 meiner Industrial Craft Ingame Tutorial Reihe. Und zwar geht es hier um die Werkzeuge. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Wir haben Zinnstaub und Kupferstaub. Die tun wir einfach in die Workbench oder ins Crafting-Fenster hier oben. Und zwar hier in der Form 3 Kupfer, in die Ecke ein Zinnstaub und wir kriegen zweimal Bronzestaub. Ich gucke mal, ob das auch andersrum funktioniert. Nein. Also wir brauchen dreimal Kupfer und einmal Zinn und kriegen zwei Bronzestaub. Das hauen wir dann einfach in den Ofen. Der Einfachheit halber hole ich mir jetzt mal aus Too Many Items die restlichen Bronzebarren. Hier seht ihr, kriegen wir einen Bronzebarren raus. Wo habe ich sie da? Bronze. Das sind genau dieselben. Gut, was machen wir damit? Ich brauche erstmal eine Workbench. Workbench, da. Na, da. Was machen wir damit? Im Prinzip nichts anderes als mit anderen Materialien, woraus wir Werkzeuge machen. Sticks. Also, wir gehen an die Workbench, machen uns eine Axt, eine Spitzhacke, eine Schaufel, eine Hacke und ein Schwert. Die funktionieren auch genauso wie die, die wir bereits kennen aus einem normalen Minecraft hier. Die halten, soweit ich das gelesen habe, ein bisschen länger als Eisenwerkzeuge, sind nicht ganz so schnell. Aber meiner Meinung nach lohnt es sich, gerade wenn man dann mehr Kupfer und Zinn findet als Eisen. Ja, also wie gesagt hier, ne? Läuft genau so. Warum habe ich denn jetzt keinen Sound? Ach, ist nur leise gedreht. So, jetzt müsstet ihr auch was hören. Ja, läuft genauso wie normale Werkzeuge, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Craftet man wie, genau wie normale Werkzeuge. Ja, dann geht's weiter mit dem EU-Reader, der schon oft oder wo auch schon in den Kommentaren geschrieben wurde, dass ich den nicht gezeigt habe. Der kommt ja auch erst jetzt zu den Werkzeugen. Und zwar brauchen wir dazu Schaltkreise. Oder einen Schaltkreis. Einen normalen Electric Circuit. Den habe ich auch schon gezeigt, wie man den craftet. Dann brauchen wir Kabel. Ist auch nichts Neues. 4 Stück, soweit ich weiß. Und ein Glowstone Dust. Der ist da. Und zwar kommt da der Schaltkreis in der Mitte. Die Kabel hierhin als Kontakte. Und der Glowstone Dust oben drüber, wahrscheinlich irgendwie als Anzeigedingens, kriegt man hier einen EU-Reader. Und wenn man dann, was denn das? Ah, kommt aus einem anderen Mod. Wenn man dann was hat, was Strom produziert, ist weiter vorne. Machen wir das anders. Nehme ich mir zwei davon und nehme mir eine Batterie, die ich irgendwo finde. Und nicht vergessen, ein Kupferkabel. So, wenn ich dann jetzt hier einfach die beiden aufstelle und da Strom durchlasse. Dieser EU-Reader, wenn man dann Rechtsklick auf irgendwas macht, startet der eine Messung, macht man irgendwann später einen Rechtsklick. Ach ja, jetzt seht ihr, da fließt natürlich kein Strom durch, weil da ist nichts drin. Wenn wir da Strom reintun, klicken wir da nochmal drauf. Ja, der hat jetzt eben ein bisschen weniger angezeigt, weil, ich öffne das mal so. Weil der hier den Durchschnittswert von der Messung bis zu der Messung hat. Das waren 158 Ticks. Das war natürlich im Durchschnitt weniger, weil er ja in der ersten Zeit 0 EU hatte. Aber wenn wir da jetzt drauf gehen, sind das konsequent 32 EU pro Tick. Also einfach mit dem Rechtsklick auf ein Kabel oder auch,
Na, da. Gut, da kommt jetzt nichts mehr an. Aber man könnte auch einen Rechtsklick hier auf die Bedbox machen, würde man das auch sehen. Obwohl ich glaube, wenn man auf so eine Bedbox was macht, wo Strom rein und raus geht, wird er doppelt gezählt. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müsste man mal ausprobieren. Gut, normalerweise macht man das sowieso bei Kabeln oder an einem Gerät, was was verbraucht oder an einem Generator, der was produziert. Kann man halt immer schön gucken, wie viel Strom man gerade hat. Und ich sehe, es wird gerade Nacht, dann mache ich hier mal Tag. Gut. Dann kommen wir jetzt zu dem Drill, dem Diamantdrill und der Kettensäge. Und zwar, ich mache hier nochmal das Inventar frei. Brauchen wir jeweils einen Schaltkreis. Kennen wir ja. Dann brauchen wir Refined Iron. Ist auch nichts Neues. Hier die Barren. Einfach das Eisen nochmal in den Dingsbums schmeißen. In den Ofen schmeißen. Dann brauchen wir jeweils eine Batterie. Ich nehme da immer eine leere Batterie. Ich weiß es nicht ganz, ob es mit einer vollen auch gehen würde. Und wir brauchen für einen Diamantdrill drei Diamanten. Diamanten. Bin ich gerade blind oder blöd? Da. 1, 2, 3. Man könnte auch die Industrial Diamonds nehmen. Gut, fangen wir an. Wir setzen einen Schaltkreis in die Mitte, setzen unten links in die Ecke die Batterie und setzen in der Form 5 Refined Iron hin, haben wir die Kettensäge. Setzen wir unten die Batterie, darüber den Schaltkreis und in der Form 5 Diamanten haben wir den Mining Drill. Die müsste man jetzt in einer Buttbox aufladen oder in einem MFE oder in einer MFSU. Das zeige ich euch mal kurz exemplarisch. Ich brauche wieder meine Batterie und eine Buttbox. Hätte ich gar nicht abreißen sollen. Buttbox ist da unten. Also Buttbox dahin. Strom da rein. Und dann kann ich einfach die Kettensäge da rein tun und die wird aufgeladen. Oder ich kann da den Mining Drill rein tun und der wird aufgeladen. Ihr seht jetzt, hier ist eine Haltbarkeitsanzeige. Das ist aber keine Haltbarkeit, sondern im Prinzip der Akku, der da eingebaut ist. Ich kann mit dem Mining Drill alles schnell abbauen, was entweder mit einer Schaufel oder mit einer Spitzhacke abgebaut wird. Kann ich euch mal kurz zeigen. Hier seht ihr den Dreck. Das funktioniert super, wenn ich mich jetzt hier runterbuddle. Stein kann man auch zügig abbauen. Und Rohstoffe, falls wir jetzt hier spontan welche finden würden, auch. Die lassen sich gerade nicht blicken. Naja, wie dem auch sei, Rohstoffe würde man damit auch schnell abbauen können. Also Eisen, Kupfer, Zinn, Diamant, alles. Damit kann man auch wirklich alles abbauen, wie auch mit einer Eisenspitzhacke. Und ja, gut. Die Kettensäge. Jetzt habe ich natürlich schlauerweise, um Platz zu schaffen, alle Bäume abgeholzt. Aber hier haben wir noch einen Gummibaum stehen. Was heißt abgeholzt? Mit dem WorldEdit-Befehl weggemacht. Hier haben wir noch einen Gummibaum stehen. Der wird auch einfach ziemlich zügig abgebaut. Blätter sind damit auch ziemlich schnell weg. Und ja, die funktionieren halt so lange, bis sie leer sind. Dann muss man sie wieder aufladen. Oder man benutzt das sogenannte Buttpack. Nicht zu verwechseln mit der Buttbox. Für das Buttpack braucht man 6 leere Batterien, die wir hier haben. Habe ich euch ja auch schon gezeigt, ganz am Anfang im Grundlagentutorial, wie man die craftet. Und wir brauchen einen Schaltkreis, der war da. Und wir brauchen einen Zinnbarren. Den haben wir hier. Oben den Schaltkreis, da drunter den Zinnbarren und an der Seite diese 6 Batterien. Haben wir ein Buttpack. Auch das kann man in einer Buttbox aufladen.
Kann in der gerade nicht, weil die leer ist. So, das speichert eine ganze Menge Energie. Ich werde da jetzt mal eben ein bisschen was reintun. Das sind 10.000. Mache ich die Badbox mal komplett voll, die fast 40.000 EU. Und dann mal gucken, wie viel Strom das Badpack frisst. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber das sehen wir ja dann gleich. Ich tue das einfach da oben rein und das wird jetzt aufgeladen. Währenddessen kann ich euch, oder ich werde nochmal nebenbei ein MFSU vorbereiten. Ja, ihr seht schon, ist fast auf jeden Fall mehr als 40.000 EU. So, da habe ich nochmal eben nachgeguckt. Laut dem Wiki fasst das Ding ganze 60.000 EU. Also ist eine ganze Menge. So, dann mache ich die MFSU nochmal kurz voll. Die brauchen wir dann gleich. Wo habe ich jetzt? Da. Gut, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die MFSU voll ist. So, da bin ich auch schon wieder. Die MFSU ist jetzt voll. Wäre wahrscheinlich nicht nötig gewesen, aber naja. Wir machen uns nämlich aus dem Backpack, was ich jetzt aus Versehen entsorgt habe. Wo ist es? Das ist der Badpack. So, das jetzt mal kurz, damit es auch einen Haltbarkeitsbalken hat. Das Badpack wird jetzt weiterverarbeitet. Und zwar brauchen wir Lapis-Lazuli-Blöcke, die ich jetzt hoffentlich schnell finde. Lapis-Lazuli-Blöcke. Da. Brauchen wir 6 Stück von. Und wir brauchen einen erweiterten Schaltkreis. Ich weiß noch nicht, ob ich euch jetzt gezeigt habe, wie man den craftet. Deswegen crafte ich den schnell per Hand. Wir brauchen 2 Lapis, wir brauchen 4 Redstone und wir brauchen 2x Glowstone Dust. Den Schaltkreis in der Mitte, in die 4 Ecken den Redstone und dann hier den Lapis und den Glowstone jeweils gegenüber. Man kann den Glowstone und das Lapis Lazuli auch vertauschen, kommt auch der erweiterte Schaltkreis bei raus. Gut, dann tun wir das Bedpack, ich glaube, in die Mitte. Dann darüber den Schaltkreis. So. Und die 6 Blöcke außenrum. Sag jetzt bitte nicht, das geht nicht, weil der voll ist. Ah, Kotz. Gut, ich bin gleich wieder da. Ja, ich habe mir jetzt auf die Schnelle nochmal ein neues Bedpack gemacht. Das ist jetzt leer. Ich glaube, es muss ein leeres sein. Also in die Mitte, da drüber der Schaltkreis. Und dann die 6 Lapis-Lazuli-Blöcke dahin. Genau, dann klappt das sogar. Hat man ein Lab-Pack. Aus dem Bedpack wird ein Lab-Pack. Ist ein Bedpack mit Lapis-Lazuli aufgewertet. Wir hatten ja gesagt, das Bedpack kann 60.000 EU speichern. Jetzt gucken wir mal, wir haben hier 10 Millionen EU drin. Wie viel Strom das Lab-Pack frisst, obwohl das geht wohl schneller, wenn ich da jetzt kurz gucke. Da wollte sich vorhin die Internetseite nicht öffnen, deswegen konnte ich das noch nicht raussuchen. Aber scheinbar ist die Seite immer noch down. Das ist ziemlich schlecht, weil ich da gleich sowieso noch was nachgucken möchte. Geht das? Nee. Okay, das Industrial Craft Wiki ist gerade down. Da kann ich überhaupt nichts nachgucken. Der hier ist auch schon fast fertig. Das waren jetzt schon 2 Millionen. Nee. Quatsch. Das waren über 200.000. Ja, das werden wahrscheinlich 300.000 EU sein.
Na, werd fertig, werd fertig. Ja. Na, das bisschen noch. Ja, ziemlich genau 300.000 EU kann man da reinspeichern. Das ist das Fünffache von dem, was das Bedpack kann. Das wird auch einfach nur hier auf den Rücken geschnallt. Sieht auch ganz schick aus hier auf dem Rücken an so einem Bob dem Baumeister. Und dann kann man hier wieder sein Mining Drill nehmen und so und munter lustig buddeln. Solange man das Bedpack oder Lappack auf dem Rücken hat, ist die Energieleiste hier unten von dem Werkzeug immer voll. Und stattdessen wird halt die Energie von dem Bedpack oder Lappack konsumiert. Man kann aber auch den Mining Drill aufwerten, was ich vorhin schon vorbereitet hatte mit den drei Diamanten, die jetzt auch wieder weg sind. Zack, zack, zack. Einfach den Drill nochmal hier in die Crafting Box. Da, da und da einen Diamanten und man hat einen Diamantdrill. Der verbraucht, glaube ich, ein bisschen mehr Strom, ist aber auch um einiges schneller noch. Sieht man es hier beim Dreck vielleicht nicht so sehr, wenn man es hier in den Stein geht. Das ist schon schneller als der normale Drill. Muss man gucken, ob es das Geld wert ist. Es ist wirklich nur, dass er ein bisschen schneller ist. Und kostet halt drei Diamanten, so wie die Diamantspitzhacke. So, ich werde dann hier nochmal Tag machen. Und dann würde ich mal sagen, muss ich die Aufnahme hier kurz pausieren, bis das Wiki wieder erreichbar ist. Wir sehen uns dann wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Das Wiki ist noch nicht online, aber ich habe was anderes noch offen, was ich euch zeigen kann. Und zwar der Painter. Da brauchen wir zwei Eisenbarren, die wir genau genommen irgendwo hier haben müssten. Nee, halt. Das war ja bei den normalen Items. Eisenbarren da. Zwei Stück. Und zwei einfache Wollblöcke. Snow. Block of Iron. Machen wir anders. Item Wool. So, dann gehen wir an die Workbench. Und machen da die beiden Eisenbarren hin. Wäre eine Schere, die wollen wir aber nicht haben. Zack, zack, zack. Dann haben wir einen Painter. Ich bin mal so frei und schnapp mir da drüben so ein paar gelbe Blumen. Oder eine reicht. Dann habe ich einen gelben Farbstoff. Den könnte ich mir jetzt auch aus Too Many Items holen, aber naja. Und zwar, wenn wir jetzt den Painter da rein tun. Ne, erstmal machen wir aus der Blume Farbstoff. Tun den da rein, tun den Painter da rein. Kriegen wir einen gelben Painter. Und was machen wir damit jetzt? Ihr seht vielleicht, oder ihr habt vielleicht schon bemerkt, wenn man, also wenn ihr selber jetzt gespielt habt, wenn man Kabel hat, zack, zack. Sagen wir, ihr habt zwei verschiedene Stromkreise. Hier kommt was raus, geht da lang und geht da zu irgendwelchen Maschinen weg. Ihr habt da aber was anderes, was da dann zufällig hier mit in die Nähe kommt. Seht ihr, das verbindet sich. Das ist aber nicht gut, dass sich das verbindet, wenn ihr da wirklich zwei verschiedene Systeme haben wollt. Also nehmt ihr einfach den Painter, markiert das da gelb. Dann hole ich mir mal kurz hier einen anderen Painter, sagen wir mal den da. Und markiert das da in einer anderen Farbe und dann verbindet sich das nicht mehr. Da ist dann aber zu empfehlen, wenn ihr hier erstmal, na gut, bei denen ist das halb so schlimm, aber wenn ihr mit verschiedenen Spannungsarten arbeitet, wenn ihr hier zum Beispiel ein Goldkabel habt, weil da mittlere Spannung durchgeht, würde jetzt in diesem Fall dieses Kabel verpuffen und vielleicht sogar irgendein Gerät in die Luft fliegen, weil das halt nicht mit mittlerer Spannung klarkommt. Deswegen würde ich euch empfehlen, erst Kabel verlegen. Dann markieren, mit Gelb markieren und dann
das an die Geräte anschließen oder an den Stromerzeuger. Dann verhindert ihr das eben bei solchen Sachen mit verschiedener Spannung, dass da die Geräte verpuffen oder die Kabel verpuffen, die Geräte explodieren, so rum. Gut, das war das. Dann kommen wir eigentlich schon zum CF-Sprayer, wozu ich dann aber doch nochmal das Wiki bräuchte, was nicht erreichbar ist. Oder ich könnte euch erstmal noch den Cutter zeigen. Genau, machen wir das erstmal. Der Cutter, da brauchen wir, wenn ich das richtig gesehen habe, Eisenbarren nochmal. Eisenbarren, da. Und zwar einfach in der Form nicht. Habe ich den hier noch offen? Den Cutter. Ach, Riff. Ah. Gut, wir brauchen zwei Eisenbarren und drei Refined Iron Barren. Entschuldigung, dass ich hier wieder so unprofessionell rumdümpel. So, dann haben wir den Insulation Cutter. Und wie der Name schon sagt, Insulation Cutter, der schneidet oder der trennt hier einfach die Isolierung ab. Machen wir einen Rechtsklick drauf. Jetzt haben wir ein unisoliertes Kabel und können das Kupfer für was anderes benutzen. Jetzt gucke ich mal, wir haben da ein doppelt isoliertes Kabel. Der trennt jetzt erstmal die erste Isolierung ab und dann die zweite. Also damit kann man Kabel abisolieren, sag ich mal. Die Isolierung einfach abschneiden. Wozu man das auch immer brauchen kann, wenn man irgendwo ein Kabel hat, was isoliert ist, wo man die Isolierung abhaben sollte, will. Was aber nicht empfehlenswert ist, da die Kabel dann aufgrund dessen auch mehr Verlust haben. Gut, jetzt gucke ich nochmal, ob das Wiki auch mal wieder erreichbar ist. Es ist hin und wieder baut sich mal die Seite auf. Also das eine Wichtige habe ich schon gefunden. Dann kann ich da erstmal weitermachen. Und zwar, wie gesagt, der CF-Sprayer. CF steht für Construction Foam. Den craften wir mit Cobblestone und einem Stick. Wo waren die Sticks jetzt wieder? Sticky? Hallo. Guck, guck. Da suche ich mir doch einen Wolf. Item Stick. Gut. Wir setzen da in die Ecke drei Cobblestones, setzen hier unten Cobblestone und dazwischen einen Stick. Dann kriegen wir einen CF-Sprayer. Der ist jetzt aber leer. Das ist nicht das, was hier im Wiki beschrieben war. Ich bräuchte aber eigentlich Construction Foam, um das Ding herzustellen. Ich bin noch mal kurz weg. Okay, schon ist er wieder da. Ja, das war das Problem, weil eben dieses Wiki nicht funktionieren will. Um das Ding zu befüllen, brauchen wir Kohlenstaub. Da hauen wir Kohle in den Macerator. Das überspringe ich jetzt einfach mal. Wir brauchen Glowstone Dust, eine Wasserzelle und Clay Dust. Redstone haben wir irgendwo da. Um eine Wasserzelle herzustellen, ich glaube, das habe ich auch noch nicht insofern gezeigt, brauchen wir einen Wassereimer und wir brauchen eine leere Zelle. Ich glaube,
die Zellen hatte ich jetzt schon mal erklärt, als ich die Geothermalgeneratoren hatte. Aber ich werde es euch noch mal kurz, also wenn man hier Zinn so reintut, kriegt man 16 leere Zellen. Dann einfach eine leere Zelle da rein und einen Wassereimer da rein und wir kriegen eine Wasserzelle und behalten den Eimer natürlich. Gut, ich mache hier noch mal Tag. Dann Clay Dust ist hier natürlich nicht mit bei dem anderen Staub. Bevor ich mir da jetzt einen Wolf suche, ich überfliege das noch mal kurz. Nee, ganz hinten ist auch nichts. Also wie gesagt, bevor ich mir da einen Wolf suche, ein Macerator, den wir da haben müssten. Da haben müssten. Macerator. Dann eine Batterie, die wir da haben. Und Clay. Item Clay. So, wir haben den Macerator und die Batterie. Dahin und da rein. Und den Clay da rein. Und wir sehen, er verarbeitet das und da wird gleich Clay Dust draus. Da tue ich jetzt mal ein bisschen mehr rein, weil ich, wie gesagt, den Clay Dust gerade in Too Many Items nicht finde. So, da kriegen wir genau zwei Clay Dust raus. Wir können jetzt hier einen Clay Dust, einen Redstone, einen Coal Dust und eine Wasserzelle reintun und kriegen drei Construction Form raus. Diesen Construction Form kann man dann in den Kompressor tun. Das zeige ich euch auch gleich am lebenden Objekt. Der Kompressor ist da. Kompressor da rein. Batterie rein. Und den Construction Form da rein. Dann sehen wir gleich, dass daraus CF-Pellets werden. Ne, hier, da. CF-Pellets. Mit diesen CF-Pellets kann man wiederum da rein und den CF-Sprayer da rein, kann man den CF-Sprayer etwas auffüllen. Und was macht man damit? Man kann damit zum Beispiel, ja, man kann damit was bauen. Ich habe damit selbst noch nie gearbeitet. Das ist jetzt alles experimentell. Meine Maus mag schon wieder nicht so, wie ich will. Wenn man da jetzt einfach mal draufklickt, hat man ein unförmiges Gebilde. Soweit ich das verstanden habe, braucht das ganze Zeug jetzt eine Weile, um auszuhärten. Man kann damit wohl auch gerade Wände entlang was machen oder hier auf dem Boden. Ich guck mal, was passiert, wenn ich da hinsprühe. Nee. Wand. Wenn ich mir dann einfach mal eine gerade Wand aufstelle. Zack. Zack. Expand ab. 10 expand 10 ab set, sagen wir mal 5 müsste Holzplanken sein. Gut, dann brauche ich hier noch ein paar Pellets. Zack und noch weiter auffüllen. Ich glaube, das hat gerade nicht geklappt mit dem zweiten Mal. So, dann mal kurz hier die Markierung weg. So. So. Gut, wenn man da jetzt dran sprüht. Auch nicht so wirklich. Aber hier, ihr seht, das Ding ist schon ausgehärtet.
Ich guck mal, was passiert, wenn ich den abbaue. Wie gesagt, das ist für mich jetzt auch komplettes Neuland. Schande über mich. Nee, verschwindet einfach und hinterlässt nix. Ups. Eigentlich sollte das Ganze, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wozu das dann gut ist, wenn es einfach nur so ein Klecks gibt. Man kann sich auch was craften, um das Ganze in eine Form zu bringen. Da muss ich jetzt mal kurz gucken, wo das drin ist. Ach so, hier, da steht, dass das Ganze explosionssicher ist und färbbar. Das kann Creepern und TNT standhalten. Aber wenn das Ganze einfärbbar ist, dann hole ich mir jetzt nochmal so ein. Ach ne, ich habe hier noch einen Painter. Und werde die einfach mal gelb anmalen. Jo. Das Zeug geht noch nicht. Wie gesagt, muss erst ausgehärtet sein. Kann man da schöne bunte Wände mitziehen. Wie gesagt, ich bin nur zu doof, das Ganze vernünftig zu benutzen, dass es auch als Wand funktioniert. Na gut, sieht es nicht ganz so schön aus, aber ich wollte euch dann noch, dass das, ich weiß nicht, dass das ein, wie das auch immer auf Deutsch heißt oder wie man das auf Englisch ausspricht. Jetzt will sich das Wiki wieder nicht aufbauen. Das dauert jetzt eine Ewigkeit. So. Craftet man sich mit drei Holzplanken und drei Sticks. Drei Holzplanken. So, und zwar drei Holzplanken dahin. Dann drei Sticks. So, darunter hat man 16 Scaffolds. Ich weiß nicht, ob das zu Deutsch ein Schafott darstellen soll. Und irgendwie soll man damit dann auch eben das Ganze eingrenzen können. Ja, okay. Was passiert denn, wenn ich das jetzt da dran sprühe? Wenn ich mal wieder was hätte zum Sprühen. Man kann natürlich auch, wenn man diese CF-Pellets hat, wenn ich die jetzt schnell finde. Da, CF-Pellet. Kann man auch natürlich mehr reinfüllen. Und zwar, wenn man die ringsrum macht. Kriegt man 8 Stück, dann ist das Ding auch voll. Wenn ich da jetzt was dran sprühe. Ach! So! So wird ein Schuh draus. Der ersetzt dann quasi diese Holzschafott-Dinger da durch den Construction Foam. Und das ist dann auch, sagen wir mal so, das erscheint mir dann auch logisch, dass man auf die Art dann hier. Das war doof. Das war auch doof. Dass man auf die Art dann hier was Schönes bauen kann. Wenn ich das jetzt hier so hochbaue, kann ich das dann nochmal besprühen. Und hab dann irgendwann. Hier mit dem Linksklick macht man das übrigens, dass der gleich da drauf geht. Das ist eigentlich eine ganz praktische Sache, muss ich sagen. So. Da muss man jetzt nur warten, bis das Ganze ausgehärtet ist. Und dann kann man sich da die Wand bunt anpinseln, zum Beispiel gelb. Ach, hier. Das sollte vielleicht nicht so sein, dass man da reingehen kann und Schaden nimmt. Aber naja. Gut. Habe ich euch das auch gezeigt? Natürlich kann man das Ganze auch mit einem CF-Pack erweitern. Da hoffen wir jetzt mal, dass mir das Wiki wieder trotzdem.
treu ergeben ist, wo war das? Das war unter Armor, CF-Pack. Nachdem ich eine halbe Ewigkeit gewartet habe, bestimmt eine Dreiviertelstunde, bis ich diese Seite wieder öffnen konnte, weiß ich jetzt auch, wie man das CF-Pack craftet. Und zwar brauchen wir erstmal Zinnbarren. Die kennen wir ja auch schon. Zinn. Und zwar, na, in der Form 4 Stück. In der Form. Ach, in der Mitte frei. In der Mitte frei. Dann kriegen wir Empty Fuel Cans. Die müssen in der Anordnung da rein. Beziehungsweise brauche ich erstmal noch 2 CF-Sprayer. Kann ich die stacken? Natürlich nicht. So, dahin, dahin. Dann die 4 Dinger. Dann brauche ich einen normalen Schaltkreis und noch einen Zinnbarren. Einen Zinnbarren und einen normalen elektrischen Schaltkreis. Laut dem Rezept stimmt das aber. Das ist doch Zinn, ja. Juhu, es funktioniert nicht. Das finde ich jetzt super. Das CF-Pack ist eigentlich in der aktuellsten Version überhaupt erst hinzugefügt worden. Ich gucke mal, ob ich das in Too Many Items finde. Da sowieso nicht. Hier haben wir den CF-Sprayer. CF-Pellet. Hier ist das CF-Backpack. Warum zur Hölle kann ich das nicht craften? Müssen die CF-Sprayer dazu voll sein, oder wie? Machen wir die mal beide voll. Vielleicht klappt das hier dann. Einmal. Und zweimal. Ich bin schon gespannt, wie viele Kommentare jetzt wieder da kommen. Wie unprofessionell ich doch bin. Was zur Hölle? Warum? Und den Zinnbarren. Klappt auch nicht. Jetzt wollt ihr mich doch wohl. Was ist denn das? Ich bin gerade so ein bisschen, fühle ich mich, ach, warum auch immer das jetzt klappt. Also man muss die Dinge erstmal so machen, dass sie keinen Haltbarkeitsbalken, keinen Füllstandsbalken haben, dann geht das auch. Dann hat man ein CF-Backpack. Das ist aber leer. So macht man das auch nicht voll. Einen Moment mal. Okay, das CF-Pack wird in der Canning-Maschine, die ich eigentlich in diesem Tutorial auch noch demonstrieren wollte, befüllt. Jetzt muss ich mal gucken, ob mir das Wiki die Canning-Maschine geben will. Natürlich nicht. Fehler, Verbindung fehlgeschlagen. Da muss ich nochmal eine Dreiviertelstunde warten, bis ich die Seite aufrufen kann und mit euch weitermachen kann. Yay, das hat hier noch gar nicht so lange gedauert. Also, wir brauchen einen Maschinenblock. Den kennen wir aus dem Grundlagentutorial. Der ist da. Dann brauchen wir noch mal einen Schaltkreis und ich muss gleich niesen, wie unprofessionell.
Entschuldigung, Leute. Wir brauchen einen Schaltkreis auf Seite 9 da drüben. Und dann brauchen wir ein bisschen Zinn. Also hier außenrum Zinn. Er gibt die Canning-Maschinen. Wie gesagt, die wollte ich in diesem Tutorial sowieso einbinden. Wir schalten mal den Regen aus. Wir machen Tag. Ich stelle die Canning-Maschinen einfach mal dahin. Kann die Batterie dann einfach mal... Ach nee, da rein. Da rein tun. So, wir tun oben die CF-Pellets hin. Und darunter das CF-Backpack. Ich weiß es nicht, wie viele der braucht, um den zu befüllen, aber... Ach so, der wird nach und nach befüllt. Und dann kann ich euch gleich noch was zeigen, was ich euch noch nicht erklärt habe zum Construction Form oder CF. So, da passt scheinbar eine ganze Menge rein. Steht das hier, wie viel da reingeht? 128 CF-Pellets gehen da rein. Aber, so wie im Wiki steht, verbraucht man mit diesem CF-Backpack die doppelte Menge an CF-Pellets. So, jetzt habe ich das Backpack auf und kann dann hier, ich habe hier noch mal was vorbereitet, zack. Dann wird halt dementsprechend das Backpack benutzt, statt dass man das selbst macht. Also das, anstatt dass hier was rausgeht. Man kann auch, was ich gelesen habe, hier mit Sand die Dinger sofort aushärten lassen. Der Sand wird dann dementsprechend auch verbraucht. Und ja, ist halt sofort hart. Hält Explosionsstand von Creepern oder TNT und kann bemalt werden. Zack, 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 haben wir eine schöne rote Wand. So, das war es jetzt eigentlich auch schon komplett zum Construction Form. Machen wir weiter mit der Canning Machine, wenn wir die hier schon haben. Also, wir brauchen erstmal Blechdosen, beziehungsweise Blechdosen aus Zinn. Da brauchen wir Zinn für, wie sollte man es anders meinen. Und wir gehen an die Workbench und machen uns in der Form, wie man normalerweise ein Boot oder ein Minecart craftet, machen wir uns 4 Tin Cans. Dann brauchen wir was zum Essen, zum Beispiel Brot. Was ich gerade auch nicht finde. Brot. Geht das so? Item Bread. Ja. Da haben wir Brot. Jetzt können wir da oben zum Beispiel das Brot reintun und hier unten die Tin Cans. Und wir bekommen 3x Filled Tin Can. Jetzt muss ich mal kurz gucken, das geht auf Peaceful natürlich nicht. Ich bin gleich wieder da, wenn ich ein bisschen was von der Hungerleiste verloren habe. So, da bin ich jetzt schon wieder. Und zwar habe ich jetzt weniger als 9 Nahrung, das heißt, meine Herzen regenerieren sich nicht automatisch. Aber wenn ich jetzt so eine Tin Can zu mir nehme, füllt die sofort ein Herz auf. Wenn ich da jetzt, ich habe hier die leeren Dosen, die behalte ich. Da kann ich mir gleich nochmal was Neues machen. Ich crafte mir nochmal ein paar Dosen mehr. So, die kann ich dann auch da rein tun. Und ich denke mal, wenn ich da jetzt was anderes rein tue, zum Beispiel Steak, wird der mir da auch 4 draus machen wahrscheinlich oder mehr.
Mal gucken, wie viel ich da jetzt rauskriege. Ja, 4. Also immer das, was der regeneriert, an aufgerundet. Also Brot regeneriert 2,5 Nahrung, also kriege ich hier 3 Tin Cans raus, weil es aufgerundet wird. Ich mache hier nochmal ein bisschen Schaden. Und die Tin Cans sind eine Möglichkeit, weil die sofort heilen, dass man hier dann ziemlich schnell wieder an Energie kommt. Einfach ein bisschen rechts klicken. Gut. So viel also zu den Tin Cans. Tun wir die 13 nochmal da rein, dann kann er weitermachen. Und ich nehme hier nochmal fleißig Schaden und kann mich heilen. Ja, soviel zu der Canning Machine, die im die einige Leute vielleicht im Grundlagentutorial erwartet hätten. Ich habe die da jetzt nicht mit reingenommen, weil das meiner Meinung nach nicht zu den Grundlagen gehört, sondern die Tin Can ist schon eher so ein bisschen, ja, wie gesagt, nicht zu den Grundlagen. Ein bisschen fortgeschrittener, ein bisschen was anderes und auch nicht so oft benutzt. Gut, dann haben wir gleich noch ein bisschen was. Moment mal. So, wir brauchen eine volle Batterie. Da muss ich jetzt mal gucken. Die ist wahrscheinlich verbuggt, weil sie mir ercheatet hat. Machen wir das so. So, die ist voll. Die kommt in die Mitte. Ja, dann brauchen wir 2 Schaltkreise. Zack, zack. Ein Glowstone Dust. Mach ich mir gleich mehr. Oben drüber. Und dann brauchen wir 3 Kabel. Ich mache mir gleich 5. Also normale Kupferkabel. 1, 2, 3. Kriegen wir den OD-Scanner. Der scannt jetzt in einem gewissen Bereich unter uns. Das müssen 5x5 Blöcke sein. Ja, wie wertvoll die Rohstoffe unter uns sind. Könnt ihr euch ja mal im Wiki angucken. Link in der Videobeschreibung. So wie alles im Wiki steht. Könnt ihr euch da mal angucken, nach welchem System das Ganze berechnet wird oder wie die genau die arbeiten. Das wäre jetzt ein bisschen zu komplex, um das Ganze hier in dem Tutorial zu sagen. Aber soweit ich das verstanden habe, ist der OD-Scanner sagt nur, wie viele Ärzte da sind oder so. Und wenn ich das jetzt den Wie war das? Ach, da brauchen wir einen erweiterten Schaltkreis für. So, 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 so. Und den erweiterten Schaltkreis, den wir ja auch schon hatten. Das geht jetzt wohl nicht, weil der nicht voll ist. Machen wir den nochmal voll. Den voll. Und craften das Ganze dann nochmal. So. So, so, so und so. Gib den OV-Scanner. Der sagt jetzt auch, das OR-Value, also der Wert von den Erzen, ist hier immer unterschiedlich. Hier sind wieder besonders wertvolle Erze. Jetzt regnet schon wieder. Regen ist doof. Da. Und dementsprechend kann man das Ganze auch zum Miner, also mit dem Miner verbinden. Obwohl ich den Miner hier in Industrial Craft nicht mag. Ich benutze da lieber Buildcraft. Seid mir auch nicht böse, der Miner und die Pumpe aus Industrial Craft, das sind Sachen, die ich ausnahmsweise bewusst aus der gesamten Tutorial-Reihe rauslasse. Ah, hier war 85 gerade. Hier sind besonders viele wertvolle Erze. Also wenn ich mich da jetzt unter Meer buddeln würde, wie gesagt,
Der UV-Scanner, der scannt im Bereich von 9x9, glaube ich. Und da hat man dann halt hier unten besonders wertvolle Erze. Da ist dann wahrscheinlich Eisen oder was. Wie gesagt, da müsst ihr euch einfach mal selber das Wiki angucken. Da steht auch, wie das Ganze berechnet wird. Kohle hat den Wert von 1, Kupfer 2, Zinn 2, Gold und Redstone 3 und Lapis Lazuli auch. Eisen und Uran hat den Wert 4 und Diamant 5. Gut, das sollte es dann soweit auch von den Werkzeugen gewesen sein. Ich gucke da noch mal kurz rein. Wir hatten die Kupferwerkzeuge, Kettensäge, Drill, Diamantdrill. Ja, gut. Das sollte es jetzt im Großen und Ganzen gewesen sein. Ich werde den Mining Laser und den Nanosaber oder Nanosaber werde ich noch mit bei den Rüstungen erklären. Ansonsten der Frequency Transmitter, falls ihr die es im Wiki findet und euch fragt, warum ich das nicht erklärt habe, das kommt dann auch nochmal, wenn ich eine Spezialfolge mache mit den Teleportern, die ich bis heute auch noch nicht ganz verstanden habe. Was ich euch noch schnell zeigen kann, das ist die Wrench. Obwohl, die habe ich euch schon gezeigt, glaube ich. Mit Bronze macht man sich da eine Wrench. Mit der Wrench kann man erstens die ganzen Geräte abbauen und zweitens hier die Richtung von den Dingern hier, von den Buttboxen ändern. Die kann man dann auch, wenn man einen Schaltkreis und eine leere Batterie hat, kann man das Ganze auch in der Form zur elektrischen Wrench erweitern. Die wird dann hier aufgeladen. Kann man dann hier, wie gesagt, den Output ändern oder die Dinge abbauen. Gut. Ja, das war's dann für dieses Tutorial. Das nächste wird dann wahrscheinlich direkt das Tutorial über den Atomreaktor. Wann genau ich dafür Zeit finde, weiß ich noch nicht, aber es kommt dann demnächst. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zugucken. Würd mich freuen, wenn ihr das Ganze verbreitet. Falls ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, auch mit meinen anderen Videos, könnt ihr mich ja abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.